Okay, vor diesem Part würden jetzt eigentlich noch ein paar Cutscenes kommen und die Charaktererstellung und so, aber das habe ich euch erspart, deswegen kommen jetzt nur Gameplay und so und keine nervigen Cutscenes, in denen wir leise sein müssen und so. Ja, nur dass das gesagt wurde. Okay. Boop. Okay, Dark Souls 2. Das ist schon der dritte Versuch, diese Aufnahme zu starten, aber jetzt soll das funktionieren. Ich weiß, ich bin dann nicht so optimistisch, aber. Nö, das wird alles Dreck. Das war alles Ja. umsonst hier. Ja, ich habe Dark Souls 2 gespielt und wir schauen uns das jetzt wunderschön an. Man muss dazu sagen, dass der David ein Noob ist in Ja, Dark Souls. ich habe nie Dark Souls gespielt oder Demon's Souls oder gibt es noch andere Teile? Also von der Souls-Reihe nicht, nee. Gibt's aber jetzt sowas wie den neuen Teil, die so ähnlich, so auf Na. demselben Konzept basieren, aber Also. in einer anderen Geschichte, in einer anderen Welt spielen? Also, naja, halt die drei und dann kommt noch Bloodborne im Mhm. Februar 2015 und demnächst kommt auch von einem anderen Entwickler das Spiel Lords of the Fallen. Das ist praktisch wie Dark Souls, bloß mit besserer Grafik. Ah, ja, ich habe von Lords of the Ja. Fallen gehört, ja. Das werde Ja. ich mir aber auch nicht kaufen, wahrscheinlich. Nicht genug Skill. Ja, die Dark Souls, ja, die Souls-Reihe ist dafür bekannt, dass sie schwer ist. Und das wird man auch noch sehen. Aber natürlich nicht bei mir, weil ich bin ja ein Profi. Wie man gerade sieht, wenn ich verprügelt werde. Du bist so Ja, peinlich. also ich habe da einen Kleriker genommen, der kann halt so Wunder machen. Und fängt halt mit einer starken Waffe an. Und jetzt gehen wir direkt zum allerersten Leuchtfeuer. Also eigentlich ist das erste im Spiel, aber das erste, was du siehst. Okay. Was Ja. ist das Leuchtfeuer? Was bedeutet das? Da kann man sich sozusagen, es sind wie Checkpoints. Falls du stirbst, wirst du da wieder landen. Aber wenn du Mhm. stirbst, dann verlierst du halt deine ganzen Seelen, die man unten rechts in der Ecke sieht. 514 im Moment. Okay. Die verliert man, wenn man stirbt, aber kann sie da, wo man gestorben ist, wieder einsammeln, wenn man zurückkommt. Aber falls man nochmal stirbt, sind die dann ganz weg. Ha. Am Anfang sieht es noch relativ einfach aus, was es auch extrem, ja, was es auch eigentlich ist. Aber das wird noch ganz knusprig und knackig. Was machen diese Geister da? Sind es andere Spieler? Genau, das sind einfach sozusagen die Schatten von anderen Spielern online. Und diese Blutflecken, die du da siehst, wenn man darauf klickt, kann man sehen, wie die anderen Spieler gestorben sind. Oh, nice. Das Ja. will ich sehen später. Ah, nee, das können wir gar nicht sehen. Ich kann es noch Mir ist gerade irgendwann machen. eingefallen, dass es nicht live ist. Verdammt! Ja, wenn ich dran denke, nehme ich noch auf, wie ich sowas anklicke. Okay. Ganz spät in einigen Jahren, wenn ich fertig mit Schneiden bin. Ja, da versuche ich gerade etwas zu machen, was ich einfach nicht hinkriege. Bis jetzt da, wo ich die Leiter hochgehe. Ja, Okay, ja. dann ist das hier alles schön synchron. Alles scheint synchron zu sein. Hier dieses Skills an. Und nicht mal vom Pfeil getroffen. Die treffen ja auch überhaupt nicht. Was ist mit denen los? Ja, alle meine Ausweichskills hier. Und da werde ich getroffen. Ja, der Anfang ist echt noch boring. Da sieht man jetzt so einen weißen Ritter, der greift einen nicht an. Die sind verteilt im ganzen Spiel. Die greifen man nicht an. Aber man kann sie theoretisch angreifen. Und dann Und sind dann sie kriegt auch. man Loot oder wie, wenn man die Ja, besiegt. genau. Aber die sind halt entsprechend dann schwerer. Aber dafür greifen sie einen halt nicht an. Das war gerade das erste Fog Gate oder Nebeltor oder wie auch immer die auf Deutsch heißen. Ich dachte gerade, du hast was ganz anderes Fuck gesagt. Gate? Ja. Ich dachte mir so, oh, jetzt wird's interessant. Nee, das kam die geheime Seite von. Und jetzt verkacke ich krass, indem ich einen Sprungangriff machen will. Und nicht hinkriege. Da sieht man den Skill. Ha, du Noob. Ja. Warum bin ich denn so scheiße? Jetzt kommt der Expertentrick. Hinter diesem Regal ist was.
Holzbolzen. Ja, für etwas, was ich nie benutzen werde. Eine Armbrust. Kannst du aber verkaufen wahrscheinlich dann, oder? Nö, man kann, glaube ich, nichts verkaufen im Spiel. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah. Das, was ich gerade getrunken habe, sind Estus Flasks. Die kannst du auffüllen. Hast halt eine bestimmte Anzahl. Im Moment habe ich nur zwei. Die füllst du wieder am Lagerfeuer oder am Bonfire auf. Okay. Und daneben kannst du noch so ein kleineres Ding sehen. Das ist neu in Dark Souls 2. Das sind so Lebenssteine. Damit kannst du auch dein Leben aufladen. Die ich eigentlich ein bisschen unnötig finde, weil du hast ja die Estus Flasks. Und das macht das Spiel halt nur einfacher, wenn du dich mehr healen kannst. Hm. Aber hey, wer es haben will. Die füllen sich halt nicht auf, also musst du sie kaufen. Also kann man doch kaufen und verkaufen. Ja, du kannst kaufen, aber nicht verkaufen. Achso. Ah, okay. Ja. Ah. Ach, müssen clever. Wir glaube ich, sehen, glaube ich, wie ich was kaufe gleich. Ja, also der Anfang ist noch relativ häslig. Und einfach. Hm. Weil es... Das Gebiet habe ich so oft gespielt, da rusht man dann einfach durch. Also ich hätte zum Beispiel auch links da runter gehen können, um mir so ein Feuerschwert und alles mögliche zu holen, aber das lohnt sich alles noch nicht. Hm. Also wie oft hast du das Spiel jetzt gespielt? Oh. Du Mensch ohne Leben? Ja, also ich habe 125 Stunden was jetzt da drauf. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es jetzt schon durchgespielt habe. Aber ich habe mir auch ein paar einfach sozusagen zur Hälfte durchgespielt, um mir einen PvP-Charakter zu machen und sowas. Jetzt hat man auch gesehen, wie ich was gekauft habe. Du siehst vielleicht diese hellen Schriftzeichen auf dem Boden. Ja. Damit kann ich andere Spieler beschwören, die mir sozusagen mein Leben leichter machen und mir helfen, die Gegner zu killen. Vor allem Bosse. Der auch. Und das gab's im originalen Dark Souls nicht? Doch, das gab's in allen Teilen. Okay. Weil ich denke mir gerade, so ziemlich jede Veränderung, die gemacht haben, haben die gemacht, um das Spiel einfacher zu machen. Ja, das war schon immer. Also es gibt zum Beispiel, falls man halt das zu einfach findet, ganz am Anfang vom Spiel so eine Statue, wenn man daran geht, dann vielleicht siehst du oben rechts dieses Blatt oder was auch immer das ist. Ja. Das ist das Zeichen von einem Covenant. Ich habe keine Ahnung, wie man es auf Deutsch nennen soll. Aber halt sozusagen die Clubs in den Spielen, die verschiedene Aufgaben geben und verschiedene Boni kriegst du von denen. Okay. Zum Beispiel von dem habe ich einen Ring bekommen, von dem Covenant. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Leben und so. Und es gibt halt auch am Anfang das Champion Covenant und das macht das Spiel halt schwerer. Da kannst du auch zum Beispiel nicht online sein. Hm. Also keine Spieler beschwören. Und jetzt hast du gerade gesehen, wie ich ja Bomben gegen die Wand werfe, weil ich einen Speedrunner-Trick versuche, den ich schon oft das hinbekommen habe, aber dieses Mal überhaupt nicht. Da auf der anderen Seite von der Wand, das wird man auch sehen, stehen so Explosionsfässer. Und die kann man halt durch die Wand sozusagen auslösen mit einer Explosion auf der anderen Seite. Aber das habe ich nicht hinbekommen. Weil ich ein bisschen inkompetent bin. Weißt du was, dieses ganze, ich habe schon 150 Stunden lang gespielt, ist schon beeindruckend, aber ich fände es viel beeindruckender, wenn du es auf einem Guitar Hero Controller gespielt hättest. Ja, ich bin nicht so cool. Ja. Ja, man kann halt verschiedene Items auch überall aufheben, zum Beispiel gerade habe ich eine Seele aufgehoben, wenn ich die zerdrücke, kriege ich davon Seelen, die sich dann halt wieder unten auf diesen Counter da dingsen. Ja. Auffüllen. Und was man dazu sagen muss, durch die Seelen, die man von Gegnern bekommt und Bossen, von denen kriegt man besonders viele, levelt man halt auf. Oh, ein neues Fuckgate? Ja, ein neues Fuckgate. Jetzt, sehr schön. Wir müssen halt jetzt diesen ganzen Weg da rumlaufen, um jetzt auf die andere Seite zu den Fässern gleich zu kommen, weil ich halt so inkompetent bin, um das zu machen mit den Bomben. Und jetzt muss ich mich fertig machen. Okay. Das war gerade irgendwie eine komische Ragdoll. Ja, die sind ganz witzig. Aber das Dumme ist, in Dark Souls 1 und Demon's Souls konnte man die noch so rumschieben und so. So dass sie so richtige Ragdolls waren. Und jetzt nicht mehr? Nee, jetzt sind die halt nur noch am Liegen. Und da versuche ich gerade, den dazu zu bringen, eine Bombe auf diese Fässer zu werfen. Aber natürlich müssen dabei die Gegner nerven. Diese dummen Gegner.
Und diese gelbe Anzeige da, unter der Health-Anzeige ist dein Stamina. Wie immer. Stamina. Ja, ich kenn mich aus. Ja, genau. Also eigentlich ist sie grün, aber sie wird halt immer gelb, wenn was abgezogen wird und dann wäre ich fast gestorben. Kritisch wird. Ja. Kritisch. Kritisch. Mal wieder ein bisschen Estus trinken. Jetzt kommen hier meine ultra krassen Skills, wie ich den dazu bringe, hier rauf zu werfen. Skill. Ja, jetzt hat man hier einfach so einen Shortcut. Davon gibt es viel weniger jetzt in Dark Souls 2. Stattdessen gibt es einfach viel mehr Bonfire, was ein bisschen dumm ist. Weil die Welt gar nicht mehr so viel Sinn macht damit. Klär mich mal über die Story auf. Es gibt keine. Nein, am Anfang. Also du kommst in dieses Land, Drenlake, um. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber um die Curse oder das Curse, ich bin mir nicht sicher, zu bekämpfen. Das ist halt, du kannst nicht sterben, aber umso öfter du stirbst, umso mehr vergisst du sozusagen. Und um das zu bekämpfen, kommst du hierher, triffst so alte Ladies, also sieht man also in den Cutscenes, die wir jetzt nicht gesehen haben, triffst so alte Ladies, die geben dir sozusagen deine Menschlichkeit für einmal zurück. Und ab da an gehst du dann nach Majula, der sozusagen die Hub-World von dem ganzen Ding. Wo du halt auch das weiße Bonfire kriegst und wo du auch die Estus Flask kriegst von der Emerald Herald. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich glaube Smaragd irgendwas. Die gibt ja den Auftrag, den König von diesem Land zu finden. Und später findest du ihn dann, aber der ist dann schon hollow, also hat alles vergessen und so. Und ist eigentlich nur so eine Zombie, wie all die Gegner, wie ich bis jetzt gekämpft habe. Er hat halt schon alles vergessen und so. Und deswegen tötet man ihn, aber um ihn zu töten, muss man erst so Riesenseelen sammeln, weil er extrem viel Leben hat und so. Ja, später tötet man ihn halt und das Ziel ist es, der neue König von Drenlake zu werden. So. Was für ein nobles Ziel. Ja. Aber das wird dann halt versucht zu vereiteln von der Königin, Chandra. Chandra. Chandra Pacifica Northwest. Das ist so ein geiler Name für eine Königin in so einem Fantasy-Spiel irgendwie. Ja, oder eine Chandra, eine Chandra. Ja, auf jeden Chantal? Fall. Nennen wir sie einfach Chantal. Die kommt, stellt sich halt noch im Weg, muss man killen. Und jetzt aber Philipp, du, eigentlich darfst du doch, man darf doch gar keine Frauen. Also das ist doch falsch, Gewalt gegenüber Frauen ist doch falsch. Sie ist aber böse. Und dann ist es okay. Ja, jetzt sind wir aber auch eigentlich am Ende des Parts hier und sind zurück in Majula, da sieht man auch. Oh, okay, Video vorbei. Ja, ein kurzer Cut und es geht weiter mit dem nächsten Part.